shake it down. Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch mal das komplette Casino vorstellen. Wie es da drin ausschaut, was es kostet, was man alles machen kann, worauf man vielleicht achten muss und ob sich das Ganze lohnt zu kaufen, auch meine persönliche Meinung. Und gehe einfach mal auf die ganzen Features drauf ein, was es im Moment gerade gibt. Und ich fange jetzt am besten gleich mal mit dem Eingangsbereich von dem Hotel an. Es ist auf jeden Fall richtig gut gemacht von Rockstar Games. Das Gebäude gefällt mir richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ich finde zwar nicht, dass dieses Gebäude da ins Spiel reinpasst, weil es sieht extrem modern und so aus. Und Los Santos sieht halt jetzt nicht so krass modern aus. Trotzdem ist ein hammergeiles Gebäude. Auch der Typ, der mir die Türe offen hält, ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe jetzt mal ganz kurz den Vorspann weggemacht, weil ich denke mal, das interessiert euch sowieso nicht. Oder ich habe es bereits selber gesehen. Und deswegen fange ich jetzt direkt im Casino an. Gleich zu Beginn sieht man natürlich das geile Fahrzeug, was man an einem großen Glücksrad gewinnen kann. Ist auf jeden Fall richtig geil gemacht, dass man jetzt auch Fahrzeuge gewinnen kann. Und einmal in der Woche wird sich das Fahrzeug ändern, beziehungsweise wechselt halt. Ich denke nicht, dass irgendwelche Billo-Fahrzeuge da dran stehen, sondern ich denke mal, es werden wirklich nur so richtig krass teure Fahrzeuge werden. Ich denke mal, weil einige Fahrzeuge noch nicht im Spiel drin sind, und ich denke mal, dass ab der dritten Woche wahrscheinlich die ersten neuen Fahrzeuge mit ins Spiel kommen, die es halt davor noch nicht, oder die halt davor noch nicht verfügbar sind, dass man die halt dann direkt über das Glücksrad gewinnen kann. Vielleicht kommt auch das ein oder andere Fahrzeug gar nie ins Spiel, das kann man vielleicht nur über das Glücksrad gewinnen. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Aber wir werden sehen, was Rockstar Games machen wird. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und an dem Glücksrad kann man einmal am Tag drehen. Ich glaube, das ist wirklich 48 echte Stunden und nicht alle 48 Minuten, weil das wäre einfach schon zu krass. Dann hier drüben an der Kasse ist wirklich was Sensationelles. Und zwar dort kann man wirklich GTA 5 Dollars in Jetons einwechseln. Was ich wirklich mega krass finde, weil jetzt kann man theoretisch mit Echtgeld irgendwelche Glücksspiele betreiben. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da nicht im Nachgang noch irgendwelche Probleme gibt, weil man kann ja jetzt über Sharkcards GTA-Dollar kaufen, und hier an der Kasse kann man dann die GTA-Dollar in Jetons umwandeln, und genauso, wenn man halt einen Haufen gewonnen hat, kann man die Jetons halt auch wieder in GTA 5-Dollar umwechseln. Das ist jetzt keine neue echte Währung, die mit ins Spiel gekommen ist, weil man kann sie ja theoretisch jederzeit in GTA-Dollar wieder umtauschen und auch wieder zurücktauschen, deswegen ist es keine echte Währung. Ich habe jetzt mal an einem Glücksrad gedreht, ich habe gleich mal 20.000 Jetons gewonnen, das entspricht 20.000 Dollar. Bin jetzt für den ersten Dreh auf jeden Fall mal zufrieden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, gleich mal das Fahrzeug zu bekommen, weil ich es einfach sehen möchte, wie das ausschaut, wenn man das Fahrzeug gewinnt. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas von der Decke runterkommt, dass da Musik eingespielt wird oder sonst was. Interessiert mich auf jeden Fall tierisch, was passiert, wenn man es gewinnt, und deswegen werde ich auf jeden Fall jeden Tag dort sein und einmal an einem Glücksrad drehen. Als nächstes fallen natürlich gleich mal die Spielautomaten auf. Da kann man sich hinhocken. Der minimale Einsatz ist 25 Jetons und das maximale sind 125 Jetons. Und man kann, wenn man Viereck drückt, den Einsatz jedes Mal ein bisschen erhöhen. Und wenn man halt einmal Dreieck drückt, hat man halt den maximalen Betrag. Und mit X dreht man halt einmal, und das kostet halt dann in dem Fall bei mir im Moment 25 Dollar, Jetons oder Dollar, ist halt die gleiche Währung. Und viel Glück habe ich bei dem Spiel jetzt auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal den Einsatz erhöht, habe ein bisschen rumgespielt und habe eigentlich relativ schnell, ja, über 1000 Dollar verloren. Auch der andere Spielautomat ist das Spielprinzip genau das gleiche, nur die Bilder sind halt ein bisschen anders. Von der Glücksrate her hatte ich genauso viel Pech, habe auch noch nichts gewonnen. Aber ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage mal dran setzen, dort mal ein bisschen Zeit verbringen, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal den Jackpot knacke. Wäre auf jeden Fall geil. Wenn es so ist, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben und euch mal das kurz zeigen, vielleicht auf Instagram oder einfach in irgendeinem GTA 5 Video am Anfang so als Einspieler. Übrigens, Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als nächstes zeige ich euch eine von den vielen Bars, die es im Casino gibt. Und dort öffnen wir gleich mal die Getränkekarte und schauen uns mal die Preise an. Und dort gibt es tatsächlich einen Champagner, der 150.000 GTA-Dollar kostet. Ich habe ihn mir jetzt nicht gekauft, weil ich finde, das ist einfach sein Geld nicht wert. Und weil ich im Moment schon sehr viel im Casino verloren habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt den Champagner bestellen. Ich habe mir jetzt mal ein Pisswasser gekauft und er trinkt es nicht mal. Ich denke mal, das Pisswasser landet im Inventar. Aber ich dachte, er trinkt jetzt einfach mal so einen Schluck Pisswasser. Das hat 5 Dollar gekostet und es passiert doch nicht mal eine Animation. Also das war irgendwie... Das war schon ein bisschen wenig, also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. So, wir laufen jetzt mal rüber zum Klamottengeschäft. Im Moment können wir da gar nichts machen. Wir müssen wirklich erst das Penthouse kaufen, um hier in dem exklusiven Klamottengeschäft irgendetwas kaufen zu können. Gut, dazu kommen wir später. Ich kaufe nämlich nachher das Penthouse und zeige euch dann, was es dort in diesem exklusiven Klamottengeschäft gibt. Dann hier im Eingangsbereich hockt so ein Typ, ähnlich wie im CEO-Büro, wo man einfach so ein paar Dienste abrufen kann. Man kann zum Beispiel die Mitgliedschaftsstufe kaufen, man kann einen Parkdienst organisieren, Putzdienst,
Putzdienst ist halt deaktiviert, weil wir noch kein Apartment haben. Parkdienst ist auch deaktiviert, weil man noch kein Auto im Casino drin hat. Man kann auch den Flugservice bestellen. Allerdings fehlen mir die ganzen Helikopter, die man dort bestellen kann. Die habe ich selber nicht im Besitz. Deswegen nutzt mir das im Moment nichts. Aber ich kann mir auch eine Limousine bestellen. Aber dazu komme ich später in dem Video auch noch, wie das Ganze funktioniert. Jetzt gehe ich mal auf die Diamond-Seite, um euch mal zu zeigen, was auf dieser Diamond-Seite zu sehen ist. Also es ist relativ wenig, was man machen kann. Man kann halt einfach so Bildchen anschauen, eine kleine Beschreibung gibt es dazu, was es halt alles in dem Casino gibt. Finde ich erstmal gar nicht so schlecht, wie es ausschaut. Nur finde ich das jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber trotzdem cool, dass es dort eine extra Seite gibt. Danach geht man ins Penthouse rein. Dort gibt es natürlich 4 verschiedene Angebote. Das erste Angebot ist einfach so der... Also die Basis von dem ganzen Apartment, dann gibt es auch noch 3 verschiedene Apartments, die man bereits kaufen kann, beziehungsweise Penthouse. Zum einen ist das der Einstieg, das ist einfach das billigste im Apartment, wo man sich kaufen kann, kostet 1,5 Millionen und man hat relativ wenig in diesem Apartment. Danach gibt es noch das Party Penthouse, dort sind schon einige Räume freigeschalten, die man sich mal anschauen kann, welche man dort zur Verfügung hat, dass man einfach eine Party machen kann, eine Lounge, einen Spa-Bereich gibt es dort schon. Und die anderen Sachen sind halt alle noch gesperrt. Wie in allen 3 vorgefertigten Penthäusern kann man noch die Farbe und den Stil ändern. Finde ich jetzt ein bisschen wenig Auswahl, muss ich sagen. Ist jetzt nicht wirklich schlimm oder so. Aber wenn man jetzt einfach mal die ganzen anderen Gebäude anschaut, die man halt bereits kaufen kann, dort gab es halt wirklich viel mehr Farben oder Designs zur Auswahl. Und dort finde ich es ein bisschen mager gehalten. Ist es aber kein Beinbruch, sieht trotzdem extrem stabil aus. Ihr könnt auf jeden Fall euch mal selber die ganzen Penthäuser anschauen. Ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, das selber individuell zu gestalten. Deswegen kaufe ich mir mal das erste Penthouse. Für 1,5 Millionen Dollar kann man es sich kaufen. Und man kann dann die ganzen Sachen extra dazu kaufen. Allerdings, um die ganzen Extras zu kaufen, braucht man auf jeden Fall erstmal die Lounge. Ohne die Lounge kann man halt wirklich nichts weiteres mit dem Apartment machen. Und als erstes wähle ich erstmal die Farben und die Stil aus, schaue es mir an, wie es so im nackten Zustand ist. Und später kaufe ich noch die Lounge dazu, um euch dann zu zeigen, wie es dann ausschaut. Von den Stilen her muss ich sagen, gefällt mir wirklich kein einziger wirklich. Und deswegen habe ich ein bisschen aufs Geld geschaut und habe einfach den günstigsten gekauft, der sowieso kostenlos dabei ist. Weil die anderen haben mich jetzt nicht wirklich umgehauen. Vielleicht werde ich das mit der Zeit noch ändern, mal schauen. So, ich habe das auf jeden Fall gekauft und jetzt gehe ich mal in das Apartment rein, um euch zu zeigen, wie das Ganze dort ausschaut. Über den Aufzug kann man dann ein paar Sachen machen, zum Beispiel auf die Dachterrasse gehen, ins Parkhaus gehen oder halt auch ins Penthouse oder sowas. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Penthouse rein. Hier im Penthouse angekommen habe ich jetzt erstmal die ganze Videosequenz. Wenn ihr das erste Mal euer Penthouse betretet, kommt eine kleine Videosequenz. Das habe ich euch jetzt mal erspart, um das Video jetzt nicht künstlich in die Länge zu ziehen. Deswegen habe ich das einfach mal rausgeschnitten, um euch jetzt einfach mal das Penthouse zu zeigen, wie es im nackten Zustand ausschaut. Man kann relativ wenig machen. Was richtig geil ist, ist auf jeden Fall das Badezimmer, wie die Tür so automatisch aufgeht. Gefällt mir richtig gut. Gibt es auch eine Badewanne. Leider kann man sich da nicht reinlegen. Es gibt auch eine Toilette, die kann man leider nicht benutzen. Aber man kann zum Beispiel duschen. Was jetzt auch auf jeden Fall wichtig ist. Ein wirkliches Highlight finde ich jetzt im ersten Blick des Penthouse nicht. Also es sieht zwar echt gut aus, aber halt ich finde es wirklich nur gut. Ich finde das CEO-Büro wirklich wesentlich spektakulärer, weil es ist wesentlich kleiner, es ist viel kompakter und man kommt viel schneller von einem Raum zum anderen. Ich finde das Penthouse ist so ein bisschen langgezogen. Man hat sehr lange Wege, um irgendwo hinzukommen. Und irgendwas Spektakuläres gibt es im nackten Bereich überhaupt nicht zu sehen. Es sind einfach ein paar Räume, wo man sich hinlegen kann, duschen kann und den Kleiderschrank und mehr gibt es eigentlich nicht. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber wir kaufen jetzt den Lounge-Bereich und kaufen da noch ein paar Extrazimmer dazu und schauen uns das Ganze dann mal an. So, jetzt gehe ich auf Penthouse, tue das Ganze mal renovieren und zwar dort klickt ihr dann auf Los und jetzt kaufe ich mal den Lounge-Bereich. Den braucht man, um die anderen Räume auch noch freizuschalten. Kostet natürlich auch einen Haufen erstmal, kostet 400.000 Dollar, aber es geht. Für das Medienzimmer habe ich mich mal nicht entschieden, weil außer Don't Cross the Line und irgendwelche Filme anzuschauen, finde ich jetzt ein bisschen zu teuer. Deswegen dachte ich mir, ich spare mir das Geld. Den Spa-Bereich, den habe ich mir jetzt mal gegönnt. Die Bar und der Party-Bereich habe ich mir auch gegönnt, obwohl er halt auch richtig teuer ist, muss ich sagen. Und schon sind wir bei 1,7 Millionen. Jetzt habe ich mir mal den Privatier geholt, dass ich einfach in meinem Apartment selber Poker spielen kann oder Blackjack, je nachdem was er anbietet. Kostet natürlich auch wirklich über 1 Million Dollar und ist wirklich heftig, nur dass ihr halt Poker in eurem eigenen Apartment spielen könnt. Ist geil, aber sonst ist es ja sinnlos, das Apartment habe ich mir gegönnt, genauso wie das Büro habe ich mir gegönnt. Auf das zweite Schlafzimmer habe ich verzichtet, weil das kann man ja jederzeit nochmal nachkaufen für 200.000 Dollar, dass ein Kumpel bei mir pennen kann. Ja, ich weiß auch nicht, habe ich mich jetzt mal entschieden, es mal nicht zu kaufen. Garage muss natürlich sein, dort werden die neuen Fahrzeuge natürlich reinkommen, deswegen habe ich mich entschieden, es zu kaufen, obwohl ich eigentlich inzwischen keine Garage mehr brauche.
Jetzt seht ihr auch schon mal die Farben. Ich habe mich mal für das günstigste entschieden. Gefällt mir komischerweise auch tatsächlich am besten. Und jetzt seht ihr schon, dass die fast alle Räume freigeschalten worden sind. Und jetzt schauen wir uns das Ganze auch mal in Real Life an. Beziehungsweise ja, wie es halt jetzt im Spiel ist. Die erste Tür ist natürlich noch versperrt. Das ist das zweite Schlafzimmer. Habe ich nicht gekauft. Lohnt sich meiner Meinung nach im Moment auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass durch einen Glitch man das irgendwann mal braucht. Dann werde ich mir das dazu kaufen. Aber ich denke mal, dieses Zimmer, da spare ich mir lieber das Geld und gebe es lieber unten an dem einarmigen Banditen oder so aus. So, ihr könnt ja schon mal im Hintergrund die neuen Räumlichkeiten sehen. Ich finde es abgesehen von der Leinwand hier nicht wirklich so krass spektakulär. Also die ganzen Regale sind noch leer. Dort kann man sich wahrscheinlich die ganzen Sachen in dem Klamottenladen unten kaufen. Im Souvenirladen oder was auch immer. Im Diamond Casino Geschäft. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall dort kann man sich halt noch ein paar Sachen kaufen. Man kann dann sein Apartment noch ein bisschen einrichten, ein paar Bilder hinhängen, irgendwelche Dekorationskacker hinhängen oder sowas. Dann sieht es vielleicht ein bisschen lebhafter aus, aber aktuell finde ich es jetzt nicht so spektakulär, das Apartment. Hier haben wir den Blackjack-Tisch. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welchen Tisch ich gekauft habe. Das werde ich auf jeden Fall auch noch ändern. Hier haben wir dann den Spa-Bereich. Hier haben wir einen ganz normalen kleinen Pool. Kann man reingehen in der Größe von einem Pool auf der Yacht. Ist okay. Sieht eigentlich ganz okay aus. Das Spa ein bisschen langweilig, aber okay. Hier haben wir dann unseren Friseur, wo wir unser Aussehen ändern können. Also Haarfarbe, Gesichtsbemalung, Bärte und das Ganze. Und das finde ich eigentlich mega cool. Man muss das Apartment bzw. das Penthouse gar nicht mehr verlassen. Man kann alles jetzt in seinem Penthouse machen. Mit Kleiderschrank, was man sowieso in jedem Apartment hat. Jetzt aber halt auch noch seinen eigenen Friseur, seinen eigenen Spieltisch, Spielautomaten, Partybereich. Also man hat jetzt wirklich fast Los Santos in einem Penthouse drin. Was auf jeden Fall sehr cool ist. Man muss das Casino jetzt gar nicht mehr verlassen. Man kann eigentlich 24/7 hier in diesem Gebäude bleiben. Und man hat eigentlich alles, was man so braucht. So, das war es jetzt erstmal von dem Apartment. Wie ihr seht, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht kommt da noch irgendwie zusätzlicher Spielinhalt mit dazu. Mit den Wochen, wo man sich halt über die Mission vielleicht freischalten kann oder so. Dass sich noch ein bisschen was ändert. Aber aktuell so erstmal vom ersten Eindruck bin ich ein bisschen enttäuscht. Hätte es mir spektakulärer vorgestellt. Es sieht auf jeden Fall sehr geil aus, keine Frage, aber mich hat es jetzt erstmal noch nicht umgehauen. So, wir verlassen das Penthouse, gehen mal raus auf die Dachterrasse, schauen uns das Ganze hier mal an. Auf der Dachterrasse angekommen, finde ich auf jeden Fall sehr geil, wie das gemacht ist. Es sieht wirklich aus wie im Urlaub, gefällt mir wirklich extrem. Die Ambiente hammergut auf dem Dach, wirklich, es erinnert mich so ein bisschen an GTA 4. Da gab es auch so eine Mission, wo so eine Party auf dem Dach war. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Was ich geil finde, man kann seine Waffe hier zielen. Was ich aber nicht so cool finde, man kann auch die Leute erschießen. Okay, das finde ich immer noch cool. Was ich aber nicht so cool finde, die ganzen Leute mit ihren Helikoptern und Oppressor-Bikes und Jets und so, die werden bestimmt ziemlich viel Zeit über dem Casino verbringen, weil irgendwelche Leute denken, jo, gehen wir mal raus auf die Dachterrasse, chillen mit unseren Kollegen mal so ein bisschen und machen da, was weiß ich, irgendeinen Quatsch oder trinken irgendwie an der Bar was. Und dann kommt irgendein Chat oder ein Oppressor-Bike und rasiert die ganzen Leute oben auf der Dachterrasse von dem Casino. Was ich aber krass finde, wenn man einen Menschen umbringt, hat man direkt 3 Sterne. Also man bekommt nicht 2 Sterne oder 1 Stern, sondern man bekommt direkt 3 Sterne. Man kann auch aus dem Casino rausschießen, kann auf die Fahrzeuge draußen schießen. Ich denke mal, der Kriegsschauplatz wird eigentlich sich in Zukunft wahrscheinlich so um das Casino herum befinden. Ich denke, die Leute im Casino, die auf die Dachterrasse gehen, werden abgefuckt und die ganzen Abfucker warten eigentlich nur darauf, dass Leute irgendwie das Casino übers Dach verlassen. Finde ich ein bisschen komisch. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass das vielleicht so eine Safe Zone ist, wo man wie bei einer Yacht halt, dass man dort halt nicht abgeschossen werden kann und auch selber seine Waffen nicht ziehen kann. Ist auf jeden Fall nicht der Fall, deswegen werde ich wahrscheinlich die Dachterrasse größtenteils vermeiden. So, jetzt gehen wir über den Aufzug einfach mal wieder zurück ins Casino und ich zeige euch die restlichen Sachen noch. So, jetzt gehen wir mal in den D-Store oder Diamond Store. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. An der Wand steht nur ein D dran, deswegen weiß ich nicht genau, wie er heißt und nenne ihn einfach mal D-Store. So, da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Dekorationen, die man sich kaufen kann, so Bilder und irgendwas und irgendwelche Sachen, die man sich halt an die Wand und an die Decke hängen kann. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, aber der Preis ist natürlich schon heftig. Ich werde mir mal das eine oder andere mal kaufen, schaue mir das mal im Penthouse an und entscheide dann, wie viel ich davon wirklich kaufen werde oder investieren werde. Da gibt es auf jeden Fall richtig geile Statuen und Bilder und Dekorationen und Skulpturen und sowas. Und ich denke, das Apartment sieht auf jeden Fall dann richtig geil aus, wenn man sich so ein bisschen einrichtet mit den Sachen. Natürlich haben die auch einen stolzen Preis für das, dass es einfach ja nur irgendwo an der Wand rumsteht. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein GTA-Zeichen in mein Apartment gekauft.
Weil ich einfach wissen möchte, wie das ausschaut, wo das platziert wird, und das schaue ich mir nachher mal an. Ich habe erst gedacht, dass man es vielleicht individuell ein bisschen gestalten kann, dass ich sagen kann, ich möchte dieses Zeichen irgendwo an meinem Bett haben oder vielleicht im Partybereich. Aber ich habe es mal gekauft, konnte es aber noch nicht auswählen, wo ich das genau hinhaben möchte. Deswegen muss ich nachher nochmal ins Penthouse gehen und schauen, ob ich da irgendwas verändern kann oder ob es dann die Möglichkeit gibt, das Ganze umzustellen. So weit bin ich noch nicht, muss ich sagen, aber ich werde es nachher auf jeden Fall mal ausprobieren und werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Dann gibt es hier hinten auch noch die Möglichkeit, neue Masken zu kaufen. Ich finde, die sehen auf jeden Fall sehr lustig aus. Was ich nicht so lustig finde, dass einfach viermal die gleiche dabei ist und dass eigentlich theoretisch nur drei neue Masken dazu gekommen sind. Trotzdem finde ich cool, dass es dort exklusive Masken gibt. Dann gibt es auch exklusive Ohrringe, die es angeblich nur dort zum Kaufen gibt. Allerdings Ohrringe trage ich nicht, deswegen ja, ist für mich jetzt nicht so interessant. Uhrenfan bin ich in dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt und Klamotten allgemein sind für mich jetzt nicht so interessant, deswegen scrolle ich da einfach mal kurz durch, ihr könnt es euch jetzt mal anschauen, aber wirklich spektakulär ist es nicht, aber angeblich sollen immer wieder mal neue Sachen mit ins Spiel kommen, wie auch immer, wirklich spektakuläre Klamotten gibt es nicht meiner Meinung nach und auch andere Klamotten sind jetzt auch nicht so krass spektakulär, hätte ich mir wirklich was Besseres erwartet, weil viele Klamotten sehen einfach schon so aus wie andere Klamotten, die wir bereits im Spiel haben. Also ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, ob das eine neue Jacke ist oder ein neues T-Shirt. Gut, wenn Diamonds draufsteht, wird es auf jeden Fall was Neues sein. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt draufsteht, so Camouflage-Sachen oder so Wüstentarn-Jacken oder so, keine Ahnung, sowas gab es doch schon bereits im Spiel, denke ich. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, was Neues. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so spektakulär. Fast ganz hinten im Casino befindet sich dann Inside Track, das ist dann das digitale Pferderennen. Ich möchte über Inside Track noch gar nicht so viel sagen, ich habe da eine kleine Vermutung, ich werde das ein paar Mal ausprobieren. Wenn sich das Ganze bestätigt, werde ich darüber ein extra Video machen, falls nicht, gut, dann habe ich es einfach vergessen, darüber etwas zu sagen, weil dann mache ich kein extra Video mehr über Inside Track. Ich wollte es einfach nur gesagt haben, euch mal zeigen, wo das sich befindet und vielleicht kommt ein extra Video nochmal über das. Ansonsten ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn da jetzt nichts kommt. So, in der Nähe vom Inside Track, fast ganz hinten im Casino, befinden sich dann die ganzen Spieltische bzw. weitere Spieltische, wo die ersten zwei Tische Poker 3 Hands sind. Danach geht es weiter mit Roulette und am Schluss kommen noch zwei Tische Blackjack. Das ist, glaube ich, so die größte Arena, wo es irgendwelche Spieltische gibt. Es sind sehr viele Automaten in dem ganzen Casino und es sind, glaube ich, zwei oder drei High-Limit-Räume, wo wirklich das Maximale an Geld verwettet werden kann. Also hier geht es, glaube ich, bis $5,000 pro Einsatz. An den ganz normalen, regulären Tische geht es, glaube ich, nur bis 250 der maximale Einsatz, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Was ich auch sehr geil finde, wie beim Nachtclub, hier sind die Toiletten. Eine Frau steht natürlich vorm Spiegel, kennt man nicht anders. Die andere Frau zockt am Handy, völlig normal, wie aus dem Leben rausgegriffen, realistischer hätte man es nicht machen können. Aber es sind Pissoirs. Also das sind einfach so Unisex-Toiletten. Ich habe selber noch nie so eine Toilette gesehen, wo einfach Frauen und Männer gemischt drin sind. Aber es muss ja fast sowas geben, wo Pissoirs sind auf dem Frauenklo, beziehungsweise ja so Unisex-Toiletten halt, wo beide Geschlechter draufgehen können. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass Rockstar Games da keinen Unterschied macht. Eine Toilette für alle Geschlechter. Dann gibt es noch einen kleinen Management-Bereich. Den kann man nur betreten, wenn man wirklich VIP ist. Das heißt, wenn man sich wirklich das Penthouse gekauft hat, dann ist dieser Bereich frei zugänglich für die VIP-Member. Man kann mal hochgehen. Man kann es sich oben mal anschauen, aber es ist genauso meiner Meinung nach unspektakulär wie das Penthouse, wo man selber auch schon hat. Klar, es sind neue Räume, man kann es sich anschauen, dort hängen auch schon Bilder und irgendwelche Pflanzen und alles mögliche sieht ein bisschen besser dekoriert aus, aber wirklich, ja, sinnvoll oder, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, finde ich es jetzt nicht wirklich. Da sitzt auf jeden Fall unsere Miss Speaker oder Baker, das war's. Also, ja, man kann nicht mal den Aufzug benutzen, finde ich auch sehr schade. Man hat schon im Büro einen Aufzug, aber man kann ihn nicht benutzen, man muss alles wieder zurücklaufen. Und ja, das war's. Zwei Räume. Vielleicht kommt im Laufe des Spiels da noch mehr rein. Müssen wir einfach mal schauen. Aber wirklich spektakulär finde ich es auch wieder nicht. Auch hier ein Aufzug, den man nicht benutzen kann. Was soll das, Rockstar Games? Im Eingangsbereich von dem Casino befindet sich, glaube ich, einer von insgesamt zwei Aufzügen, die man nutzen kann. Und mit diesen Aufzügen kann man zum Beispiel in das Parkhaus runtergehen oder auch in die Penthouse-Garage. Wir gehen erstmal runter zur Penthouse-Garage und schauen uns mal die Garage an, die wir jetzt gekauft haben. Unten in der 10er Garage angekommen, ist noch alles leer. Bis jetzt habe ich das Casino noch nicht verlassen, deswegen hatte ich noch keine Zeit, da irgendwelche schicke Fahrzeuge reinzustellen. Aber jetzt gehen wir mal runter in das öffentliche Parkhaus.
Laut den Informationen, die wir vor dem DLC erhalten haben, kann man hier theoretisch frei rumfahren, um irgendwelche Tuning-Treffs zu machen oder so. Da stehen auch bereits schon Autos von irgendwelchen NPCs unten, die man leider nicht benutzen kann. Also man kann jetzt kein NPC-Auto nehmen und dann wegfahren. Die sind alle gesichert. Aber man kann theoretisch, wenn es natürlich stimmt, hier mit dem Fahrzeug frei rumfahren und sich einen Parkplatz suchen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das ausschaut, wenn dann 20, 30 Leute mit ihrem Fahrzeug hier unten rumfahren. Ich denke mal, das verbuggt doch bestimmt ein bisschen, oder? So ein kleiner Platz für so viele Spieler. Aber jetzt mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Ich werde mir auf jeden Fall meine Lobby suchen, wo sehr viele Spieler im Casino sind. Werde da unten in das Parkhaus reinfahren und mir das Ganze mal anschauen, wie das dann da unten, ja, ausschaut. Dann kann man auch noch aufs Dach drauf gehen. Am Anfang dachte ich, ja gut, aufs Dach, wow, kann man ja gar nichts machen. Eine Treppe, so ein Lichtschacht und das war's. Ja, wow, super. Aber wenn man sich in die andere Richtung dreht, dort sieht man den Helikopterplatz, wo man dann mit Heli dann einfach direkt vom Casino wegfliegen kann. Kennen wir ja schon von dem CEO-Büro. Ist okay, nur ich würde es halt besser finden oder ich hätte es besser gefunden, wenn man es direkt auch vom Büro aus machen kann. Und darunter befindet sich auch die Dachterrasse, die man betreten kann. Und ja, das war es jetzt erstmal im Groben und Ganzen von dem ganzen Casino. Um mit dem Helikopter wegfliegen zu können, muss man halt hier wieder in den Eingangsbereich reingehen. Man geht auf Luftfahrzeuge und dort sieht man, mit welchen Fahrzeugen bzw. Helikoptern man wegfliegen kann. Ich habe keines von diesen Helikoptern gekauft, deswegen kann ich das überhaupt nicht nutzen. Ist für mich in dem Fall total sinnlos, aber ich werde mir bestimmt nicht für ein paar Millionen irgendwelche Helikopter kaufen, die ich sowieso nicht brauche. Jetzt gehen wir mal zum Limousinenservice, um euch das mal zu zeigen. Ist auf jeden Fall eines der besten Sachen, die mit dem Update dazugekommen sind. Und zwar, ihr wählt jetzt hier die Location aus, wo ihr gerne hin wollt. Bestätigt das Ganze und seid dann wirklich in wenigen Sekunden eigentlich direkt an dieser Stelle, wo ihr eigentlich euren Limousinen-Service hinbestellt habt. Ist auf jeden Fall geil, so eine Schnellreise jetzt in GTA 5 zu haben. Kennen wir schon aus Red Dead Redemption 2 und ich habe es dann natürlich gleich probiert, ob dieses Fahrzeug wirklich so krass kugelsicher ist, ob ich den Fahrer vielleicht rausschießen kann, ob ich das Fahrzeug klauen kann oder was mit dem Fahrzeug passiert. Und wenn man wirklich schnell genug ist, kann man den Fahrer rausschießen, er haut dann ab. Man kann dann einfach die Limousine snacken. Finde ich geil, weil das Nummernschild gefällt mir sehr. Ist auf jeden Fall eine geile Sache, dass man die Limousine dann einfach snacken kann. Jetzt gibt es noch eine kleine Änderung, die passt zwar nicht so genau ins Video rein, trotzdem möchte ich es euch gerne mal zeigen. Und zwar das Interaktionsmenü hat sich geändert. Die Reihenfolge hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen verschoben. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Inventar geht, dann kann man auf Glücksradrabatte ganz unten hingehen. Und dort kann man dann anschauen, wo man im Moment aktuell seinen Rabatt hat. Dauerhaft wird es wahrscheinlich nicht bleiben, weil dort steht schon dran, du erhältst momentan keinen Rabatt. Durch das Wort momentan glaube ich, dass es wahrscheinlich nur zeitbegrenzt ist, wahrscheinlich 24 Stunden oder vielleicht eine Woche oder einen Monat oder so und dann irgendwann wieder verschwindet. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Wenn es natürlich dauerhaft bleiben würde, wäre es natürlich richtig geil, weil Rabatt bekommt man eh relativ selten an dem Superrad. Man kann auch nur relativ selten drehen, also einmal am Tag. Und da muss man schon wirklich sehr hohes Glück haben, um mal Rabatt zu bekommen. Deswegen könnte ich mir zwar einerseits vorstellen, dass die dann für immer bleiben, dass wenn man das 6-mal zum Beispiel hatte, dass man dann für alle Fahrzeuge Rabatte bekommt. Wäre auf jeden Fall mega geil, aber wirklich glauben tue ich es fast nicht. Dann gibt es noch die Kategorie Sonderfahrzeuge, wo man dann auch noch die ganzen Avenger, Kommandozentrale, alles so in einer Kategorie drin hat. Also es hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen aufgeräumter, finde ich. Man muss sich halt auch erstmal dran gewöhnen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch natürlich gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus und wir sehen uns auf jeden Fall heute oder morgen beim nächsten Video. Ciao, euer Zeddy.